Hallo meine lieben Singles, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem neuen Vollmond-Neumond-Orakel, wenn es um die Liebe geht. Ja, wir schauen wie immer für die kommenden 2 Wochen und zwar ab jetzt vom Vollmond in der Jungfrau am 27.02. bis hin zum Neumond in den Fischen, da wird es gefühlvoll, ja, ab dem 13.03. Also, ne, für diese 2 Wochen, von 27.02. bis 13.03. bis zum Neumond in den Fischen, schauen wir uns jetzt in den 3 Stapeln, je nachdem welchen ihr euch wählt, schauen wir uns an, was so die Überschriften in Bezug auf die Liebe so sind. Ne? Was kriegen wir noch für Hinweise? Wie geht's weiter? Wie geht's voran? Was dürfen wir erfahren? Vielleicht auch, wenn jemand schon jemanden im Köpflein hat oder auch im Herzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe wie immer 3 Stapel gemacht. Den 1., 2., 3. Stapel. Stapel links, Mitte rechts. So wie ihr die Stapel bezeichnen wollt, so dürft ihr es natürlich ganz individuell machen. Hauptsache, ihr wählt einen Stapel ganz, ganz intuitiv für euch und für die Liebe. Ja, ihr wisst trotzdem, es ist ein allgemeines Orakel. Es sind Tendenzen, die hier aufgezeigt werden für die 2 Wochen. Ich finde das immer sehr spannend, weil es schon immer das Feedback, was ihr mir auch gebt, immer so passt auch. Weil ja, es ist immer gut zu wissen, auch an welchen Themen man nochmal arbeiten sollte, müsste, wie auch immer. Ne? Man kriegt vielleicht nochmal so einen Ansporn, auch wenn man es vielleicht schon weiß. Aber man kriegt einfach durch diese Stapellegung einfach auch nochmal gesagt, was sind deine Themen. Und ja, irgendwann mal kommt auch der schöne Sommer und vielleicht auch eine andere Zeit. Wir drücken uns alle die Daumen, wir denken positiv, also wird es irgendwann mal auch so sein. Und dann kann die Liebe auch noch einfacher auch kommen. Ihr wisst, draußen sage ich immer, geht spazieren, macht, was ihr könnt aus dieser Zeit, damit ihr nicht euch so alleine fühlt. Natürlich auch Online-Dating, aber es ist was ganz anderes, wenn man natürlich auch wieder draußen, ja, in der Normalität, in Anführungsstrichen, die wahrscheinlich auch nicht so schnell kommen wird, aber es wird mit Sicherheit Stück für Stück besser. Wir sind positiv und wir freuen uns und ich freue mich auf die 3 Stapel. Ja, wie gesagt, das sind natürlich die allgemeinen Energien, wenn ihr für eure Liebe ganz speziell mal gucken wollt, wenn ihr vielleicht auch schon jemanden habt oder wissen wollt, was das Jahr euch noch bringt, kontaktiert mich sehr, sehr gerne. Unterm Video in Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse. Auch in den Kanalinfos und dann legen wir für euch erstmal das große Blatt mit den 36 Lennemore-Karten und dann natürlich auch noch weiter, bis alle Fragen geklärt sind. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ja, jetzt begrüße ich meine lieben Singles, die immer mit dabei sind. Vielen Dank auch für diesmal schauen und ja, dass ihr überhaupt immer da seid. Und alle, die neu sind, über die freue ich mich auch. Seid gegrüßt und herzlich willkommen in unserer liebevollen Community. Ich hoffe, ihr bleibt auch. Daher nicht vergessen, ein kostenloses Abo zu hinterlassen, die Glocke direkt mit zu aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Videos. Und natürlich an euch alle freue ich mich mega ultra mäßig, wenn ich den Daumen hoch bekomme, denn das ist so für uns YouTuber und für mich jetzt individuell auch, beziehungsweise persönlich auch, weil ich sage es ja jetzt euch auch, ist es für mich was ganz Großes, weil ich einfach dadurch auch Motivation schöpfe, hier weiterzumachen. Okay, ich hoffe, ihr habt euch entschieden, denn ich werde nun starten mit dem Stapel 1. Und dann schauen wir doch mal rein, was wir für allgemeine Überschriften gezeigt bekommen. Oh, da haben wir die 26, wollte ich gerade sagen. Ich starte eigentlich nie mit der Zahl, aber irgendwie kam mir das gerade. Aber das Buch. Und natürlich, wie immer, kommt die 2. Überschrift mit dazu. Oh, das Kleeblatt, wie schön. Ja, tolle Kombination. Ja, das Buch, wir gucken jetzt ja speziell für die Liebe. Und das Buch ist ja immer so, es öffnet ein neues Kapitel. Und das mit dem schnellen Glück, mit dem Alltagsglück. Und das finde ich ganz toll, so als Überschrift und auch so wertvoll gesagt zu bekommen. Ja, es geht jetzt los. Es geht Stück für Stück. Und ja, das kleine Glück, das möchte jetzt gesehen werden. Vielleicht wirklich im Außen, was ich vorhin schon gesagt habe. Oder vielleicht möchte jemand bemerkt werden, der noch im Geheimen, das Buch steht ja auch mal für Verborgenes. Kann auch sein, dass jemand sich in den 2 Wochen jetzt hier entpuppt, egal ob Mann oder Frau, für
einen zweiten Blick oder beziehungsweise, dass du jetzt einen zweiten Blick mehr auf diese Person riskieren darfst. Riskieren hört sich immer so komisch an, ne? Aber natürlich ist es ja auch dein Glück und es spricht ja immer von diesem Alltagsglück. Ich sage ja immer für euch, dass das so wertvoll ist, ne? Weil wenn ich kleines Glück habe, ist das viel, viel mehr wert, als wenn ich ganz großes Glück einmal habe. Das kleine Glück, da kann ich drauf aufbauen, davon kann ich leben, davon kann ich meine Miete zahlen, davon kann ich atmen, da kann ich ja, freudige Ereignisse auch ja, nicht vorhersehen, aber auch empfangen und einfach glücklich sein und darauf halt peu à peu aufbauen, bis dahin, dass ich halt wirklich komplett glücklich bin. Und das darfst du jetzt hier mit diesem neuen Kapitel. Vielleicht ist auch etwas so eine neue Seite an dir, dass du an dir selbst in den 2 Wochen entdeckst, ne, und es kommt aus dem Verborgen, aus dir selbst heraus. Eine innere Stimme sagte, so, jetzt aber möchte ich wieder mehr rausgehen, ne? Rausgehen, spazieren gehen, alles was möglich ist. Ich möchte wieder mehr leben. Ich möchte Glück empfangen. Ich möchte die kleinen freudigen Momente spüren. Und sei es ein Lächeln einem Fremden zu geben, was ich euch immer wieder sage. Oder ein kleiner Smalltalk mit den Nachbarn. Vielleicht warst du viel isoliert in letzter Zeit, ne? Auf jeden Fall kann das Glück jetzt starten, definitiv. Und ein neuer Anfang ist gesetzt. Und das ist die Hauptsache. Altlasten, ja, darfst du auch hinter dir lassen. Du darfst wieder wirklich in die Freude kommen und du darfst darauf aufbauen, peu à peu, mit deiner Schnelligkeit, auch mit deinem Tempo, ne? Je nachdem, wie bereit du auch selbst schon bist. Aber wir schauen einfach mal weiter, weil ich finde das auch ganz wichtig, dass wir die anderen Karten betrachten. Und da haben wir den Selbstwert gezogen, eine Heilungskarte. Und ich nehme natürlich auch hier die 2. Botschaft mit dazu und noch eine Heilungskarte, okay, die Wahrheit. Ja, und vielleicht, ich habe ja gerade schon gesagt, vielleicht warst du auch in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, vielleicht auch letzten Jahren, das weißt du am besten, isoliert, weil ja, die Vergangenheit einfach nicht so schön war und du vielleicht klein gemacht wurdest, ne, und dein Selbstwert darunter gelitten hat. Und jetzt ist es an der Zeit, hiermit das neue Kapitel zu öffnen. Jetzt starten, peu à peu, ne, und ich sag mal, vielleicht auch diesbezüglich mal der Wahrheit ins Auge sehen, ne? Der Wahrheit wirklich, ja, zum einen die Wahrheit erkennen, dass vielleicht irgendwelche alten Themen es nicht mehr wert sind, sie noch weiterhin mit dir zu schleppen, weil sie möchten geheilt werden. Und ich finde das mit dem Buch auch ganz toll. Vielleicht kommen in diesen 2 Wochen auch für dich nochmal so Erkenntnisse hoch, wo du kleine Glücksmomente mit diesem Kleeblatt auch spüren darfst und wo vielleicht manche Themen, vielleicht bezüglich des Selbstwerts, ne, der Eigenliebe, der Selbstliebe, da nochmal hochploppen. Und da ist es wichtig, und das sagte die Wahrheitskarte, die Heilungskarte, sieh da nochmal hin. Versuch da nochmal bewusst hinzusehen. Versuch das bewusst auch in Liebe zu verabschieden. Sieh, dass dein Glück jetzt kommen darf. Das neue Kapitel darf starten. Und egal, in was für ein Konstrukt du jetzt steckst, ob es eine Altlast ist von der Vergangenheit, ob du vielleicht wirklich Single bist, weil du in der Drittkonstellation bist oder weil du Single bist, weil du noch einem Ex-Partner, Partnerin noch hinterher trauerst. Und da ist es wichtig, lass dich niemals hier unterbekommen. Der Selbstwert möchte wachsen, die Eigenliebe, die Selbstmotivation, das Selbstbewusstsein. Alles möchte wachsen, peu à peu, aber ganz schnell mit dem Glück und das wirklich auch mit diesem, ja, zum einen, was ich vorhin sagte, aus dem Inneren dieses Verborgene, aber auch dieses neue Kapitel möchte starten. Wenn du auch der Wahrheit ins Auge siehst, vielleicht hast du auch wirklich eine verstrickte Geschichte am Laufen, in Anführungsstrichen. Und da vielleicht einfach mal schauen, ja, dass das auch nicht alles so toll ist. Und vielleicht da man entweder Feinjustierung vornimmt oder sich selbst beweist, ne? Oder auf der anderen Seite auch mal offen ist, wenn man jetzt jemanden begegnet oder jemanden kennengelernt hat oder auch schon jemanden hat, dass man offen ist und auch seine Themen mal anspricht, hier über das alte Kapitel nochmal spricht, zu Heilung auch, damit das gemeinsam neue Glück auch kommen darf. Und das möchte ja kommen, auch in diesen 2 Wochen. Du sollst da ein Stück weitergehen. Du sollst für dich ein Stück weit, ja, da auch, ich sag jetzt mal so, ja, die Samen dafür auch sehen. Und vielleicht ist es dafür wichtig, auch
offen zu sein. Ne? Offen, Wahrheit ist ja auch viel, hat auch viel mit Offenheit zu tun. Ne? Dass man A, selber sich nicht anlügt, aber auch jemand anderen auch nichts vormacht. Nur weil man vielleicht ein geringes Selbstbewusstsein hat und man meint, man müsste anderen Menschen etwas vorspielen. Nein, es kommt irgendwann mal sowieso raus. Und es ist doch lieber schön, jetzt so peu à peu zu wachsen und ja, aus dem Inneren heraus auch Erkenntnisse zu bekommen und dadurch auch das neue Kapitel zu starten, wirklich mit Motivation zur Stärkung, zur Eigenliebe, zum Selbstbewusstsein und das wirklich ganz bewusst und ganz, ganz, ganz ehrlich. Das ist so wirklich das Signal jetzt auch, diese Kombination, dass du ehrlich sein sollst und auch wirklich auch jetzt das annehmen sollst, dass du jetzt weitergehen darfst, dass du Glück spüren darfst, dass du endlich Sachen von früher, woher es auch immer herkommt, ob es wirklich von Partnerschaften oder halt auch, wo es gibt ja auch ganz andere Situationen, ob in der Kindheit oder im Arbeitsleben oder einfach auch im Freundeskreis, dass das Selbstwert dadurch manchmal auch sinkt durch verschiedene Situationen, verschiedene Menschen und so. Und das darfst du jetzt in die Heilung bringen, das möchten die Heilung. Wir haben ja keine Problemkarte, das sind alles Hinweise, die wichtig sind, entweder offen da auch mit jemandem Zukünftigen auch zu sprechen oder ne, Frau oder Mann, um da halt wieder hinzukommen. Weil du sollst nicht mehr das leben, du sollst das neue Kapitel mit Glück, mit dem kleinen Glück, was du dann bekommst, weil vielleicht auch jemand da ist, der dir zuhört, der hinhört, nicht zuhört, ne, dann verschließt ihr euer Ohr, aber der hinhört, der aufmerksam ist und der dich auch so nimmt, wie du bist, inklusive deiner Wahrheit, die du aber jetzt wirklich dann auch, ja, ich sag mal, auch mit bewältigen sollst, ins Glück fließen lassen sollst, ne? So als, auch als Glücksfaktor, dass du das hier bearbeiten darfst, um ins Glück zu kommen, um das neue Kapitel auch zu öffnen und auch zu starten. Jetzt schauen wir uns die Liebesbotschaften hier auch an. Vergeben und lernen, ja, das passt so schön. Und ihr Lieben, wer es nicht weiß, ich schaue mir die Karten vorher nicht an, ich ziehe sie blind. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Wahnsinn. Wahnsinn, wie die Karten immer zusammenspielen. Ja, hier dein Selbstwert, ne, und die Wahrheit. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Und ihr wisst, ich ziehe, nehme die andere Karte noch mit dazu und schaut mal, wie super die ist. Ich habe jetzt nur Wunder gelesen. Boah, Wunder. Das ist schon der Hammer. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Ja, wenn man Single ist, dann steht die Veränderung an, dass man bald kein Single mehr ist, ne? Und wie schön ist das, du hast wirklich, deine Überschrift sagt so klar, dass das neue Kapitel jetzt starten kann, jetzt und schnell auch. Es darf wachsen, du darfst Glück empfangen, Freude empfangen und wir gucken jetzt für die Liebe. Also bezieht sich das auf die Liebe. Du hast zwei ganz tolle Heilungsbotschaften, den Selbstwert steigern, ne? Die Wahrheit auch annehmen, bewusst jetzt da nochmal aufräumen, vielleicht auch mit jemandem drüber zu sprechen und hier vergeben und lernen. Ja, das ist auch der Wahrheit ins Auge zu sehen. Ne? Vielleicht gibt es, ja, vielleicht bist du auch öfter in der Situation, dass du wirklich von der Kindheit her diese Themen hast und dir es auch ganz bewusst ist und du dich manchmal, das meine ich jetzt nicht böse und das möchte ich einfach nur ehrlich sagen, ihr wisst, ich bin offen und direkt, aber manchmal dich da vielleicht auch hinter versteckst. Und vielleicht das auch sehr als Rechtfertigung oder als Entschuldigung siehst. Und jetzt geht es darum, das anzunehmen, ne? Vergeben und lernen, indem du die Vergangenheit loslässt und heilst. Wie gesagt, das sind zwei Heilungskarten hier, zwei Heilungsbotschaften. Erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt und du möchtest ja. Und Wunder dürfen dann geschehen und du hast hier schon das Glück mit dem neuen Kapitel. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Und wenn du natürlich schon jemanden im Kopf hast oder im Herzen hast, dann weißt du auch, dass diese Themen auf jeden Fall jetzt wichtig sind, um einen Schritt auch weiterzugehen mit dieser Person. Und wer niemanden gerade irgendwie präsent hat, der darf Wunder erleben, wenn er sich diese oder sie sich diese Themen nochmal anschaut und dann wirklich auch ad acta legt. Ganz, ganz wichtig, ne? Anschauen, bearbeiten und dann auch in Liebe gehen lassen, weil du sollst ja Glück empfangen, du sollst das neue Kapitel und das neue Kapitel kann sich nur öffnen, wenn du Altes auch gehen lässt, ne? Und Altes ist der Schmerz. Wenn du jetzt in einer Situation bist mit Ex-Partner, Ex-Partnerin oder mit schwierigen Konstellationen, dann heißt es nicht, dass du das unbedingt gehen lassen musst, wenn du das
zusammen mit der Person bearbeitest, zuerst natürlich für dich, aber dann mit der Person. Wenn das sich gut anfühlt, ist das doch völlig in Ordnung. Dann darf man das neue Kapitel und das Glück auch mit dieser Person empfangen, ne? Das heißt nicht immer, dass jemand ganz neu kreiert werden muss oder neu gefunden werden muss. Wichtig ist dann, dass man sagt auch wirklich, wir haben ein neues Kapitel, wir bauen jetzt darauf auf, wir wachsen zusammen und wir wollen es besser machen, ne? Und das Alte darf dann geben, vergeben und lernen. Und für mich zählt hier wirklich als, nicht als Endkarte, aber hier als Resümee, dann bekommst du ganz viele Wunder. Also ein super schöner Stapel, ganz, ganz tiefgehender Stapel auf jeden Fall. Aber es heißt jetzt, du bist dran, du hast das neue Kapitel verdient. Schau dir die alten Themen oder die derzeitigen Themen nochmal an und dann darfst du die Wunder auch empfangen. Ich wünsche dir ganz tolle 2 Wochen in der Bearbeitung auch, aber auch im Empfangen, im Öffnen und im Vorwärtsgehen. Dann schauen wir uns den zweiten Stapel an. Was haben wir da für Überschriften? Da haben wir die Lilien gezogen. Okay. Und ich nehme die zweite Karte wie immer mit dazu. Und den Schlüssel. Wow. Wow, 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 wir sind ja immer noch im Winter. Die Lilienkarte ist auch der Winter. Die Lilienkarte ist die Harmonie. Die ist die Balance, auch die innere Mitte. Ist auch eine Familienkarte. Also es ist ganz viel Ausdruck von Wohlfühlen auch. Und der Schlüssel, der ist ja immer eine Erfolgskarte, weil der Schlüssel ist auch eine Sicherheitskarte, der bestätigt es nochmal. Aber auch deswegen eine Erfolgskarte, weil er schließt etwas ab und öffnet eine neue Tür zum Erfolg. Ist auf jeden Fall eine Erfolgskarte. Und vielleicht gibt es, wir schauen ja gleich weiter und wer es noch nicht weiß, ich gucke nicht in die Karten rein, ich weiß nicht, was wir gleich für Karten haben, was für Karten kommen werden. Ich kann immer nur so ein bisschen interpretieren und bei mir fließt es ja auch. Vielleicht ist auch etwas wichtig, jetzt im Winter noch abzuschließen, damit jetzt auch bald, ab dem Frühjahr, ab dem 21. März und das Orakel geht ja bis zum Neumond in den Fischen, bis zum 13.3., das ist ja eine Woche vor Frühlingsanfang sozusagen, 21. März ist Frühlingsanfang und vielleicht ist es hier wichtig, nochmal hinzuschauen. Wie gesagt, wir gucken gleich in die Karten weiter, ob du noch etwas vielleicht bearbeiten darfst, um mehr in deine Stabilität zu kommen, in deine innere Mitte, in dein Wohlfühlen, damit du auch hier den Erfolg jetzt generieren kannst. Und ihr wisst ja, die Karten, auch wenn die jetzt für diese 2 Wochen sind, ist das jetzt der Startschuss. Wichtig ist, da jetzt dann dran zu gehen. Das sind jetzt deine Themen und es ist deine Überschrift für diese 2 Wochen. Und du möchtest ja in die Sicherheit, du möchtest Liebe leben, du möchtest die neue Tür aufschließen. Ob das jemand mit einem, in Anführungsstrichen, alten Kandidat ist, Partner, Partnerin, das ist ja total egal. Aber wenn, dann gehen wir nach vorne. Und wir haben die alten Themen dann auch ad acta gelegt mit dieser Person, wenn wir neu starten. Ne? Also hier kann ganz viel, Stabilität auch reinkommen. Und für mich ist der Schlüssel sowieso eine wunderbare Karte allgemein, weil wenn wir neue Türen öffnen, dann haben wir neue Horizonte, da haben wir neue Möglichkeiten. Ne? Natürlich, und das sage ich jetzt auch nochmal, um es der Vollständigkeit halber jetzt auch, wenn ich die Karten schon so deute und ich habe jetzt zu den Lilien sehr viel gesagt, es ist auch die Sexualitätskarte. Und vielleicht heißt es hier auch so, wir gehen einen Schritt weiter, wenn du schon jemanden hast. Ne? Also sprich im Köpflein und im Herzen oder nur im Kopf und oder nur im Herzen, denn nur im Herzen kann ich, dann hast du auch im Kopf. Aber vielleicht ist auch jemand ganz Neues da. Und vielleicht ist es erstmal eine Freundschaft plus oder was weiß ich, was für eine Ebene. Wenn Drittkonstellation ist, kann es erstmal auch natürlich eine andere Geschichte erstmal sein. Und vielleicht darf es hier auch einen Schritt weitergehen. Vielleicht darf dieses Geheime in dem Sinne, wo halt in Anführungsstrichen die Nähe eine größere Rolle spielt, weil man sich im Außen nicht so zeigen darf oder halt auch noch nicht zeigt, weil man gerade am Anfang ist. Ne? Es gibt ja auch solche Geschichten, solche Kennenlernphasen, dass da vielleicht jetzt auch mehr werden. Die nächste Tür darf sich öffnen. Aber wir schauen natürlich jetzt mal weiter, was ich jetzt für andere Karten habe. Oh, da habe ich die Gnade gezogen. Die Gnadekarte, davon gibt es nicht viele. Ich nehme mal die 2. Karte mit dazu. Und das Lachen. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Das Lachen, das ist so die Leichtigkeit, eine Glückskarte vor allen Dingen. Glückskarten sind immer perfekt und die passen auch zum Schlüssel. Ja, vielleicht ist wirklich hier
Ich sag mal, die Gnadekarte will ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe ja vorhin gesagt, vielleicht habt ihr eine Ebene erstmal, die nicht deine Wunschebene ist, wenn schon jemand da ist, ne? Und du möchtest weitergehen und du bist aber vielleicht auch sehr verbissen, ne? Weil es geht einfach nicht so weiter. Und da denke ich, hat diese Karte vielleicht auch eine ganz klare Deutung. Die Karte sagt, vielleicht hab Gnade, vielleicht geht es einfach mit deinem Gegenüber oder von durch dein Gegenüber geht es vielleicht nicht schneller, als was er dir bis dato geben kann. Ne? Du hast dich vielleicht darauf eingelassen, wusstest es, aber jetzt möchtest du mehr. Aber es geht gerade vielleicht nicht, weil Komplikationen da sind, sei es finanzielle Geschichten, sei es wirklich wegen einer Partner, Partnerin, die noch da ist, sei es wegen Kindern, man sich nicht so schnell trennen kann und. Und ich bin in so Sachen immer sehr extrem. Ne? Ich sage immer so, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber der Weg kann ja von deinem Gegenüber schon gezeichnet worden sein, vielleicht auch signalisiert worden sein und vielleicht fühlst du dich auch wohl. Und es passt auch. Du merkst, deswegen kommst du mehr in deine Stabilität, in deine Mitte auch diese 2 Wochen, weil es weitergeht. Die nächsten Türen öffnen sich. Dann hab hier Gnade vor Recht, kam mir gerade sofort. Als wenn ich hier Richterin oder Rechtsanwältin wäre. Nee, das bin ich nicht. Ich bin Trainerin und Coach. Vielleicht ist hier so, dass du vielleicht ein bisschen noch warten darfst. Nimm das ein bisschen mit Leichtigkeit, weil du hast hier die Sicherheitskarte. Du hast die Sicherheitskarte, dass es weitergeht, definitiv. Und wenn du jetzt gerade niemanden präsent hast, ne, weder jemanden gerade kennengelernt, also jemanden sagst, den finde ich oder die finde ich total nett, dann ist vielleicht auch wichtig, jetzt das zuzulassen, dass du jetzt in die Leichtigkeit gehen darfst, ne? Dass du mit dir Gnade hast, dass du vielleicht ja, dich auch viel bestraft hast. Vielleicht hast du auch dir gesagt, ja, vielleicht hast du auch wechselnde Partner gehabt, weil du dir nie zugestanden hast, auch eine richtige Beziehung zu leben, weil, keine Ahnung, Themen vorher da waren, wo es nicht geklappt hat, du dich auch nicht mehr getraut hast. Oder du dir gesagt hast, ja, es klappt sowieso nicht mehr und ich finde eh niemanden und. Und da ist der Appell, diese Gnadenkarte, die finde ich ganz wunderbar, weil die sagt dir, sei gut zu dir. Sei besser zu dir. Guck nach vorne. Verzeihe dir, wenn es vielleicht Themen gibt, die du vielleicht in der Vergangenheit in Partnerschaften nicht so toll gemacht hast. Ne? Oder vielleicht auch ne, manchmal in Partnerschaften reingegrätscht hast. Vielleicht das sexuelle Abenteuer oft gesucht hast. Ne? Ist jetzt einfach nur, ihr wisst ja, ich versuche mal verschiedene Situationen hier auch reinzubringen, weil es gibt einfach so viele Situationen bei einem allgemeinen Orakel. Ich kann trotzdem niemals alle erwähnen, aber ein paar vielleicht. Aber hier heißt ganz klar, wenn du wirklich niemanden im Kopf, im Herzen hast, dass du dann gnädig zu dir sein sollst. Lass es wieder zu, und zu mag ich ja gar nicht, deswegen werde ich das wieder austauschen. Sei wieder offen für das Glück, für die Sicherheit, für die Harmonie in einer Beziehung, für die Stabilität in einer Beziehung, für neue Türen, die sich öffnen wollen. Alte dürfen zugeschlossen werden. Das kann auch deine alte Tür sein, dass du dir es nicht mehr gegönnt hast, in Anführungsstrichen. Oftmals auch im Unterbewusstsein, weil man immer wieder denkt, naja, ich bin nicht gut genug oder ich gerate immer an die Falschen oder ich gerate immer an so Menschen, wo ich immer denke, dass ich kleiner bin und mich wertloser fühle und. Nein, du darfst dadurch wachsen. Ne? Und ich sage nochmal, Gnade vor Recht, weil das ist jetzt deine Karte. Sei da gut zu dir, ne? Sei offen, weil es möchte die Stabilität kommen und das noch im Winter. Das heißt, es möchte schneller kommen, als du denkst. Und du sollst auch wieder Harmonie spüren. Du sollst die Sicherheit in einer Partnerschaft auch bekommen und wieder empfangen dürfen. Ne? Weil der Schlüssel, die Erfolgskarte ist die Sicherheitskarte. Und das ist, wir brauchen alle irgendwo Sicherheit. Ne? Zu welchen Themen auch immer. Ne? Jeder hat da seine Päckchen selber zu tragen, aber braucht vielleicht mehr oder weniger Sicherheit. Aber wichtig ist, dass du das halt wirklich, diese Glückskarte auch ernst nimmst. Ne? Dass du, und das ist wieder egal, ob du jetzt niemanden im Kopf hast, im Herzen hast etc. oder jemanden hast, geh den leichteren Weg. Also leichteren Weg, puh, ich sage immer so, wenn das bei mir kommt, dann hat das irgendwie eine Bedeutung. Aber der leichtere Weg ist vielleicht jetzt trotzdem für mich nicht so ganz so passend. Für mich heißt es eher so, diese Leichtigkeit, Verspieltheit, lache mehr, genieße mehr, sei nicht so verbissen, wenn es nicht so schnell so sofort so weit vorwärts geht oder so schnell vorwärts geht, wie du es dir wünschst, erhoffst und möchtest. Ne?
Denk dran, du hast hier letztendlich die neuen Türen, die sich öffnen. Die Sicherheitskarte mit Harmonie, mit der Familienkarte, mit der Balance, innere Stabilität und das im Winter, inklusive auch Sexualität, die auch dazugehört zu einer Partnerschaft, außer man entscheidet sich dagegen. Das macht ja auch jeder so, wie er möchte, ne? Wir schauen mal weiter in die anderen Liebeskarten. Romantische Gefühle. Wow. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Aha. So, die zweite Botschaft noch mit dazu. Jetzt geht's aber los hier. Ich liebe dich. Also Stapel 2. So, auch wenn ich nicht weiß, wer denn jetzt alles anguckt. Habt ihr mir was verheimlicht? Also hier ist auf jeden Fall, was heißt auf jeden Fall, aber hier könnte schon jemand da sein. Wow, romantische Gefühle. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Ich liebe dich. Wie schön ist das denn? Ja, und hier hast du nochmal, und ich gehe wieder von beiden Situationen aus, wenn du jemanden im Kopf hast, im Herzen hast, wie auch immer, dann sei gnädig. Mach die Schritte mit ihm oder ihr mit. Die Sicherheit hast du dafür, wirklich für die innere Stabilität, für dich. Das kannst du. Du kommst da auch durch, wenn du da das mit Leichtigkeit etwas nimmst. Wenn du vertraust, auch ganz wichtig, ne? Dann habt ihr zusammen, kommt ihr in diese Balance, in diese Mitte. Das ist die Familienkarte, das gehört dazu, ihr werdet die neuen Türen öffnen. Und dann hast du die romantischen Gefühle, deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Ja, daher ist es dann auch ganz wichtig, nicht zu drängen. Wenn du merkst, dein Gegenüber macht und tut und es geht trotzdem nicht so vorwärts, ja, dann sei gnädig mit Leichtigkeit, denn hier ist große Liebe da. Definitiv, und du hast ja auch die Gefühle zu dieser Person. Und hier bekommst du nochmal die Spiegelung, ich liebe dich. Und wenn jemand jetzt schaut und niemanden gerade präsent hat, dann ist es ganz wichtig, jetzt auch wirklich diesen Weg wieder anzunehmen. Ne? Also wirklich diese Leichtigkeit nach außen, zu vertrauen, dass es jetzt weitergeht, zu vertrauen, dass man wieder in diese Harmonie kommt, in dieses Sicherheitsgefühl, auch in einem Liebesleben. Ne? Dafür kannst du die Schritte jetzt wirklich ganz schnell sogar auch setzen, ne? Weil das ist so, diese Winterkarte zeigt mir die Schnelligkeit und mir zeigen diese beiden Karten jetzt auch die Schnelligkeit. Vielleicht wirst du in diesen 2 Wochen wirklich puff jemanden sehen oder vielleicht begegnen oder vielleicht wirklich aus dem Freundeskreis, Arbeitskollegenkreis, wie auch immer, und es macht echt Bumm. Ne? Also es haut dich um und da sind die romantischen Gefühle. Vielleicht gibst du es auch nicht zu, dass da jemand ist. Ne? Also das kann ja auch sein, dass du hier gnädig mit dir sein sollst, dass du mal hier 5 Grade sein lassen sollst und vielleicht auch mal dir eingestehen sollst, dass du diese Person vielleicht ganz nett findest. Und wenn nicht, kommt aber ziemlich schnell jemand, der dich in diese Sicherheit wieder bringt, in dieses Liebesleben, in dieses Partnerschaftsgefühl, aber das wirklich auch mit der neuen Tür, die sich da öffnen darf, und das heißt ja mit der Balance, mit der Stabilität, dass es auch was Festes ist. Und vielleicht ist es wirklich so, dass du jemanden jetzt in den 2 Wochen begegnen wirst, wo ganz schnell daraus dann Liebe wird. Ne? Ich liebe dich. Ich sage immer so, also ich habe das mal bei einem Orakel auch gesagt, so die Holländer, die sagen ja einfach, auch wenn sie jemanden gerade kennengelernt haben, egal ob Frau, Frau, Mann, Mann, die sagen ganz schnell immer, ich liebe dich. Und ich finde das immer so süß, weil das von unseren Herzen dann kommt. Ne? Aber wir hier, ich sage jetzt mal speziell in Deutschland, auch wenn natürlich Österreich und Schweizer und auch andere Länder zugucken, da freue ich mich übrigens auch. Spanien habe ich auch dabei, Norwegen und so, was ich immer so in meinen Zielgruppen sehe, also seid auch sehr gegrüßt. Aber viele haben ja auch andere Mentalitäten und hier in Deutschland ist es ja nicht üblich, dass man direkt sagt, ich liebe dich, weil dann würde jeder denken, okay, das ist nicht ernst gemeint. Ne? Aber die Holländer, die oder Niederländer, wie sie ja richtig heißen, die sind immer so voller Herzgefühl und die sind so süß und das finde ich mal ganz toll. Aber für mich heißt es hier ganz klar, auch wenn du noch niemanden hast, du wirst so schnell in was ganz Sicheres, Stabiles kommen, wo du Harmonie spüren wirst, dass es schneller kommen wird, wenn du es mit Leichtigkeit empfängst, wenn du offen bist, wenn du Vertrauen hast, dann kannst du hier ganz schnell hinkommen. Dafür musst du nicht jemanden haben, dafür wirst du dann ganz schnell jemanden haben. Also super schön. Also ihr Lieben von Stapel 2, ganz, ganz tolle, wertvolle Karten, definitiv. Und ich wünsche euch 2 tolle Wochen, nehmt die mit Leichtigkeit, mit Gnade, schaut hin, schaut bewusst Menschen an
wo hier was knistern könnte, auch wenn jemand noch da ist, damit ihr in diese Erfolge auch kommt, in diese Sicherheit, wo die Tür sich öffnen darf, dass ihr ganz stabil wieder seid. Stabil meine ich jetzt wirklich in eurer Balance, auch in eurer Harmonie, weil ihr das auch von eurem Gegenüber zu spüren bekommt. Ne? Ich sag nur, ich liebe dich. Okay, dann schauen wir uns noch Stapel 3 an. Was haben wir denn hier Schönes? So, die Überschriften. Da sind wir. Egal ob Mann oder Frau. Es ist mal der Fragesteller, die Fragestellerin ist die 29 bei mir. Also sind wir ganz wichtig in diesen 2 Wochen. Die ziehe ich irgendwie andauernd. Also in irgendeinem Stapel, auch so die letzten Wochen habe ich so im Kopf, da haben wir uns öfter gezogen. Finde ich auch super, weil wir sind ja auch immer noch die wichtigste Person in unserem Leben. Und wie schön ist das denn? Wir haben das Kind noch dazu. Wow. Und das Kind spricht von Neuanfang, von Wachstum. Oh, es ist toll. Also wirklich, in den 2 Wochen wirst du vielleicht über dich hinauswachsen. Wirst du Themen angehen, wo du wirklich bei dir selbst sagst, das ist jetzt für mich ein absoluter Neubeginn. Ne? Wir gucken jetzt natürlich für die Liebe. Und das heißt für mich dann natürlich, dass es hier ein Liebesding, ein Wachstum gibt, Neubeginne. Wenn du jemanden schon im Herzen, im Kopf hast, wie auch immer, dann kann hier was Neues, Großes starten. Die Schritte dürfen gesetzt werden, die Milestones dürfen hier gesetzt werden, dass es hier weitergeht, so wirklich zu Wachstum. Vielleicht ist das etwas, dass ihr zusammenwachst, du aber auch nochmal über dich hinaus wächst. Und wenn du gerade niemanden präsent hast, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Hier darf was kommen, hier möchte was kommen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dich immer selbst als erste Person siehst, ne? Und du Neubeginne so, ja, startest, wie es für dich passt, wie du dich damit auch gut fühlst, ne? Dass du selber daran wachsen kannst. Das finde ich auch immer so, dieser innere Wachstum auch, ne? Dieses Rauskommen manchmal auch. Und das möchte jetzt auf jeden Fall, in 2 Wochen sollst du dafür die Schritte machen, weil du bist jetzt dran. Und das heißt, du bist jetzt für die Liebe dran. Und du bist dran, dafür alles zu tun, dass dieser Neubeginn, dieses Wachstum, dieser Start auch kommen darf. Ne? Und wenn du hättest jetzt nicht den Stapel 3 gewählt und hättest jetzt hier dies als Überschrift, wenn du nicht irgendwo auch so in so einem Veränderungsprozess bist und du wirklich auch sagst, ja, ich möchte endlich was Neues, ich möchte mich neu entfalten, ich möchte mich neu verlieben, neu verknallen und. Ne? Und es kann auch natürlich sein, wenn jemand schon da ist, da kann man sich auch neu verlieben, neu verknallen. Ne? Also da heißt, ihr guckt ja ein Single-Orakel jetzt, da heißt für mich eher so Drittkonstellation oder vielleicht gerade kennengelernt, gerade im Dating oder man ist befreundet und es soll mehr draus werden. Das kann jetzt alles kommen. Schau auf dich hin, schau, dass es dir gut geht und nimm wirklich Neubeginne auch wirklich als Neubeginne auch an. Kommt mir gerade auch sofort in den Kopf. Falls du mit Ex-Partner, Ex-Partnerinnen was Neues starten möchtest, ist hier möglich, definitiv. Aber definier das wirklich als Neubeginn. Nicht in alten Wunden, in alten Themen rumkramen. Neubeginn ist Neubeginn. Und ihr wollt ja gemeinsam wachsen, also alte Geschichten können nochmal besprochen werden, aber dann ad acta gelegt werden. So, wir schauen mal weiter, was wir hier noch für Karten haben. Oh, da haben wir die Befangenheit, eine Problemkarte. Das ist heute die erste Problemkarte. Was haben wir als 2. Karte? Die Selbsthingabe. Okay, eine Heilungskarte. Befangenheit, ja. Ist aber auch wieder so, ihr Lieben, wenn ihr Neuanfänge nicht, ich hasse immer dieses Zulassen, ne? Wenn ihr dafür nicht offen seid, ne? Ich versuche immer andere Wörter, Synonyme dafür auch zu finden, aber ihr wisst, was ich meine. Natürlich, wenn ihr befangen seid aus, ich habe vorhin gesagt, wenn ihr vielleicht Ex-Partner, Ex-Partnerin zurücknehmen möchtet oder Neustarts da generieren wollt, dann seid nicht befangen von der Vergangenheit. Dann gebt euch auch gemeinsam hin. Das ist eure Heilungsstrategie und eure Heilungskarte auch, ne? Dass man sich auch wirklich dann ganz auch hingibt dem Neuanfang, dem Neubeginn. Und wenn du niemanden hast, dann kann gut sein, dass du deswegen die Überschrift auch bekommen hast, dass du jetzt wichtig bist,
dass du jetzt super wichtig bist in Bezug auf die Liebe, dass die soll jetzt Priorität haben und dass du dich nicht immer irgendwie, ja, ich sag mal so, wirklich diese Befangenheit ist auch so eine Begrenzung, dass du nicht weitergehst, also diesen Neubeginn nicht startest, weil du irgendwo noch drin steckst. Und da schau dir deine Themen an. Das können Kindheitsthemen sein, es können aber auch Themen aus alten Partnerschaften sein. Es kann auch jemand sein, den du eigentlich, die Person, ob Mann oder Frau, das weißt du, vielleicht damit abgeschlossen hast mit dieser Person, aber trotzdem ist sie immer wieder präsent. Und dann ist auch eine Befangenheit da. Dann kannst du nicht so agieren und reagieren und losgelöst sein und offen sein, wie du gerne möchtest. Und die Heilungskarte, Selbsthingabe, die zeigt dir ganz klar, dass du sollst offen sein. Ne? Du sollst dich öffnen für den Neuanfang, für neue Personen auch, für auch die neue Liebe kommt mir gerade auf, für die neue Partnerschaft, die Möglichkeiten. Ne? Dein Herz musst du dafür in Anführungsstrichen schon auch abgeben. Das ist wichtig. Ne? Abgeben hört sich jetzt, wird vielleicht einer oder andere sagen, nee, mein Herz ist mein Herz. Ja klar, es ist dein Herz, aber öffnen heißt auch natürlich ein Herz abzugeben, ein Herz zu teilen, aber auch zu empfangen. Und sei da auch nicht befangen. Geben und nehmen, ne, ist auch so ein Thema hier ganz klar. Und wie schön ist, du sollst auf jeden Fall jetzt Wachstum und Neubeginn in der Liebe haben. Aber das kann dich ein bisschen dran hindern. Na, vielleicht bist du auch oftmals sehr negativ eingestellt, dass du jemanden kennenlernst und sagst direkt, ach ja, das wird sowieso nichts und ich bin da nicht gut genug oder ist zu weit weg oder keine Ahnung. Oder fängst mit irgendwelchen Oberflächlichkeiten an, dir irgendwas wieder schlecht zu reden und deswegen auch keine Chance dieser Person zu geben und. Denk dran, aus dieser Schleife rauszukommen. Du guckst das Single-Orakel, weil du auch einen Partner, Partnerschaft leben möchtest, ne? Mit einem Partner, Partnerin. Und du hast signalisiert, du bist wichtig in der Liebe, dass jetzt der Neubeginn, der Neuanfang, das Wachstum kommt. Aber dann darfst du dich hier nicht begrenzen, auch nicht eingrenzen, ne? Und auch nicht zumachen und jetzt bewusst zumachen, sondern hier öffnen, dich hingeben, ganz, ganz wichtig, ne? Gespräche führen, Wachstum zulassen, auch an dir selbst wachsen, dein Inneres wachsen und alte Themen deswegen ad acta legen. Wir haben hier den Neuanfang. Neuanfänge auch gerne mit Personen aus alten Geschichten, aber dann bewusst den Neuanfang hier auch zu starten. Es ist so ultra mega wichtig und Befangenheit finde ich wirklich so eine Karte, die schon sehr tief geht, ne? Weil da muss man manchmal auch, ich bin ja psychologischer Coach, auch da muss man halt auch manchmal etwas tiefer schauen. Da muss man manchmal auch vielleicht mal nochmal unbequeme Themen auch sich nochmal anschauen. Ne? Warum bin ich immer so befangen oder warum habe ich auch mal manchmal auch, es kommt mir jetzt gerade auch in den Kopf, so ein Vorurteil oder wirklich, warum urteile ich immer? Ja, das ist aber so, weil man möchte nicht verletzt werden. Also urteile ich sofort, nee, der ist zu klein, zu groß oder sie ist zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn. Keine Ahnung, dies passt nicht, jenes passt nicht. Ja, dadurch generiere ich das alles sofort und hindere mich am Wachstum. Und das darfst du jetzt nicht. Die Überschrift ist ganz klar, dass es dahin gehen soll. Und deswegen ist auch wichtig, dass man da halt auch offen dafür ist. Offen sein ist das Schlagwort hier, ganz klar. Und auch natürlich hier mit dem Risiko, und ich sage jetzt bewusst Risiko, auch vielleicht ja, sich ein bisschen mehr hinzugeben, bisschen auch mal vielleicht mehr dann auch verletzt werden zu können. Das ist nun mal so. Aber du kannst so viel bekommen und du bekommst den Neuanfang, bekommst den Wachstum. Aber dafür darfst du nicht immer alles schlecht reden, dafür musst du dich öffnen und dafür musst du auch Liebe zeigen und Liebe geben und auch Worte geben. Manchmal sind ja auch Komplimente schon ein Start, ne? Und nicht irgendwo hier sich im Kreis drehen, dieser Befangenheit, ne? Aus welchen Gründen auch immer. Da könnte ich jetzt so viele Gründe zu sagen, möchte ich aber gar nicht, weil da wirst du schon wissen, was dich nicht den Schritt nach vorne gehen lässt, warum du diese Schutzmauer hast, hier aus der Komfortzone auch mal rausgehen. Und was hast du zu verlieren, wenn du mal sagst, ja, ich möchte den Neustart, ja, ich möchte den Neubeginn, ja, zu mir selbst, ja, zu dir, wenn du jemanden kennenlernst oder auch jemanden hast und dann dich öffnen. In dem Moment, klar, man ist verletzlich und es kann sein, dass dein Gegenüber in dem Moment sagt, überfordert ist. Ja gut, man kann auch alles peu à peu machen, aber wenigstens Gehschritte auch und nicht und
versuch dich nicht zu verschließen, ne? Umso mehr hier oder irgendwie befangen zu sein aus der Vergangenheit, ne? Dass man wirklich da gewisse Sachen einfach nicht zulässt auch, ne? Und nicht offen ist, sondern hier geht es darum, auch mal zu akzeptieren, dass es sein kann, dass man vielleicht auch mal Verletzungen auch, ja, ich sag mal, bekommt oder beziehungsweise annehmen muss, aber daraus wächst man auch und daraus können auch Neubeginne und Neustarts halt auch sich entwickeln. Ne? Wichtig ist hier zu öffnen und wirklich sich hier nicht, für mich kommen auch klar, ich wollte hier nicht so viel zu sagen, aber hier kommen auch Glaubenssätze ganz stark. Also ich meine, ich bin ja nun mal da auch Psychologin und da kommen halt Glaubenssätze, sind auch ganz oft ein Thema, ne? Wo man, deswegen ist man auch befangen, ne? Und manchmal auch durch so viele alte Themen, aber trotzdem öffnen. Und ich sage jetzt trotzdem nicht, dass es leicht ist deswegen, aber hier ist wirklich das Wichtigste, öffnen für den Neustart, für dich, für den Neustart, Wachstum der Liebe. Wir schauen aber mal weiter in die Liebeskarten. Oh, des Wartens wert. Göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. So, und ich nehme die zweite Karte direkt, die Herzbotschaft mit dazu. Oh, Zwillingsseelen. Eure Leidenschaft ist entflammt. Wow. Und das finde ich so krass hier auch. Ja, vielleicht ist es auch, vielleicht war auch die Zeit bis dato niemals reif, wirklich jetzt sich zu öffnen und Neubeginne zu starten. Weil du hast es so viel noch zu erledigen aus der Vergangenheit. Vielleicht bist du da auch ganz bewusst die letzte Zeit drangegangen, ne, und an die Themen. Und das finde ich so schön, weil guckt mal das als Resultat. Hier hast du den Neubeginn, Wachstum in der Liebe für dich, was jetzt wichtig ist. Und des Wartens wert, ne, sich jetzt für den Richtigen oder für die Richtige zu öffnen. Ne? Das hört sich vielleicht krass an, aber vielleicht ist es so, vielleicht sollte es so sein. Ne? Dass dieser Neubeginn auf sich hat warten lassen. Und jetzt kommt es. Und dann begegnest du auch noch oder hast vielleicht auch jetzt schon jemanden kennengelernt oder bist noch in einer Konstellation, die nicht ganz so einfach ist, wo man vielleicht aber auch drüber reden sollte. Ne? Also dich nicht klein machen und dich nicht befangen dadurch, ja auch, oder ja, dass du dadurch nicht befangen bist, um halt neue Wege auch zu kreieren. Ne? Gerade jetzt hier in puncto mit der Selbsthingabe, dass du dir halt auch ganz viel wert sein sollst. Und die halt niemanden haben, die können jetzt wirklich ihrer Zwillingsseele begegnen. Das ist jetzt, ich finde das so schön, weil du bist jetzt wichtig für den Neubeginn, für den Neustart in Liebesdingen. Und du hast vielleicht lange jetzt drauf gewartet. Und jetzt kriegst du von oben, und ich sage jetzt bewusst von oben, ob du jetzt an oben glaubst oder nicht, dann sagt, woran du glaubst. Es kommt jetzt was und es kommt hier die Leidenschaft. Zwillingsseele heißt nicht, dass es deswegen unbedingt einfach ist, aber es kann natürlich was ganz Tolles sein. Ne? Wenn man, ich sage jetzt wirklich da so die gleichen, ähnlichen Interessen hat und auch fühlt und spürt und dann mit der Selbsthingabe, ja, öffne dich hier für die Zwillingsseele. Öffne dich auf jeden Fall für den Neustart. Sieh dich als wichtig, begrenz dich nicht. Ne? Du darfst alles annehmen, du darfst, musst dich nicht befangen fühlen. Du darfst alles hier fließen lassen. Und es war alles richtig, dass vielleicht jetzt auch vielleicht was stagniert hat. Jetzt kommt der Neubeginn des Wartens wert. Göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Und dann mit einer Zwillingsseele. Eure Leidenschaft ist entflammt. Wow. Also Stapel 3. Das ist hier auch mal Wahnsinn. Ne? Also du bist wirklich jetzt ganz als oberste Prio dran in Sachen Die Liebe lebe. Ne? Ja, auch die Liebe leben, aber die Liebe zu leben. Zu lieben und zu leben, so rum. So, ihr wisst, was ich meine. Und das ist ganz wichtig. Öffne dich jetzt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Definitiv. Und du wirst jetzt empfangen dürfen. Der Neustart, der steht vor der Tür schon. Du wirst auf jeden Fall in diesen 2 Wochen spüren dürfen, dass es weitergeht. Und dass du für einen Neubeginn bereit bist. Aber dadurch ist auch das Keyword, ne, das Schlagwort auch nochmal, sich zu öffnen. Jetzt ist der Zeitpunkt des Öffnens, definitiv. Nicht voreingenommen sein, nicht befangen sein, öffnen, auch vielleicht was in Anführungsstrichen zu riskieren, weil du kannst so viel zurückbekommen und das bekommst du hier, das siehst du ja hier schon. Ihr Lieben, wer noch dran geblieben ist, vielen lieben Dank fürs Zuhören, Zuschauen.
Ich wünsche euch zauberhafte 2 Liebeswochen und freue mich dann, wenn wir uns dann zum Neumond in den Fischen hier wiederhören. Bis dann, alles Liebe und dicken Drücker. Tschüss!